Ein echtes Straßenrennen im wahrsten Sinne des Wortes. So hat Mr. Monaco, der großartige Graham Hill, damals diese Kultveranstaltung beschrieben. Die Autos, die wir fahren, haben in dem seither vergangenen halben Jahrhundert einen weiten Weg hinter sich gebracht. Aber wir fahren immer noch auf denselben öffentlichen Straßen am Mittelmeer. Kein Sieg ist begehrter als der beim großen Preis von Monaco. Wir sind an diesem Wochenende einmal mehr an der französischen Riviera beim 3,22 Kilometer langen Circuit de Monaco. Die Autos klettern etwa 40 Meter den Hügel hinauf, am Casino vorbei, bevor sie in Sektor 2 zum Hafen hinunterfahren. Es ist ein sehr kurzer Weg von der Pole Position zur ersten von 19 Kurven und hier werden wir heute vermutlich nicht sehr viele Überholmanöver sehen. Ein herzliches Willkommen auch an Stefan Römer, der sich heute die Sprecherkabine mit mir teilt. Reden wir über Haas. Wir haben auch in diesem Jahr eine Reihe von Änderungen im Reglement, vor allen Dingen im Bereich der Aerodynamik. Bisher ist es ihnen noch nicht wirklich gelungen, sich daran anzupassen. An diesem Wochenende gibt es im Team zahlreiche enttäuschte Gesichter. Die neuen Reglements scheinen sie ganz schön schwer getroffen zu haben. Aber die Saison ist noch lang, da gibt es sicher noch viele Möglichkeiten, sich anzupassen und Punkte zu holen. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Daniel Ricciardo startet heute von der Pole, vor Max Verstappen, der von P2 starten wird. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Bottas, Lewis Hamilton und Hülkenberg. Ein Force India, Ocon, Raikkonen, er hat eine Gridstrafe erhalten, und Charles Leclerc. Grosjean, Sainz Jr., Fernando Alonso und Hartley. Magnussen, Ericsson, Lance Stroll und Sergei Sirotkin. Van Dorn und Pierre Gasly am Ende der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Stürz dich nicht unüberlegt in die erste Kurve. Halt dich am besten fern von jeglichem Ärger. Ladies and Gentlemen, willkommen zur, zur Mauerschlacht Chaos Event Monaco. Super umschrieben, ich weiß. Der hat wieder, hier unser geliebter Heiko Wasser hat wieder im Intro gesagt, die Strecke ist 3,22 irgendwas Kilometer lang. Da stand 3,337 und 3,337, ich kann da mal nachgucken, ist auch richtig. Also ich weiß nicht, was die da eingesprochen haben. So, Rennstrategie. Ich habe auch die Belebung hier ein bisschen geändert, so dass es passt. X war Rennstrategie, ne? Ja. Ja, da sehe ich mich doch. Ein Stop. Ja, genau das, was ich will. Ja, ist doch eigentlich perfekt. Da steht uns doch fast nichts im Wege. Kleine Anmerkung noch, ich hoffe, das mit der Kamera ist gut gelungen, nachdem es in Spanien ja ein etwas negatives Feedback gab. Was aber auch gut so ist, dass die Kamera ein bisschen zu groß war oder die Streckenkarte überdeckt hat. Das habe ich tatsächlich gar nicht so beim Schnitt gesehen. Und das habe ich jetzt, ich glaube im Qualifying habe ich es auch schon geändert. Könnt ihr mal ein Feedback da lassen, ob das so besser ist, aber ich denke mal ja, ein bisschen kleiner gemacht, ein bisschen angepasst, so dass die Streckenkarte nicht überdeckt wird. Ja, jetzt können wir eigentlich loslegen. Eine Sache machen wir noch. Machen jetzt noch ein Schweigeminütchen für den gestern verstorbenen Niki Lauda.
Ab heute, wann war das? Heute Morgen oder heute Mittag habe ich das gelesen. Ich gucke so auf Bild, was ich ja eigentlich relativ selten mache. Und dann steht da, Niki Lauda ist tot. Und dann brauchte ich wirklich erstmal eine, 2 Sekunden, um zu gucken. Warte mal, nicht der 1. April? Moment, das ist Bild. Moment, das ist kein Quatsch. Dann habe ich aber erstmal woanders nachgeguckt. Er ist wohl friedlich eingeschlafen und ich habe an ihn gar nicht mehr gedacht. Der war schon länger nicht mehr an der Strecke, das ist richtig. Es hieß auch immer mal wieder, ja, der kann auch nächstes Rennen nicht kommen und ich habe mir dabei aber nicht so wirklich viel bei gedacht und jetzt ist er dann doch auf einmal hin. Naja, fährt er halt etwas weiter oben, weiter seine Rennen. Und wir starten jetzt Monaco. Hoppala. Wenn ich meine Handschuhe angezogen habe im Moment. So. Let's go. Wenn wir hier raus und dann. Das funktioniert. Die Fahrer des Rennens sind Van Dorn und Ocon. Das funktioniert. Das funktioniert. Da funktioniert die Taste mal wieder nicht. Okay, warum? Verstehe ich nicht. Ach, weil es sie in der Einführungsrunde nicht gibt, die Option. Hier doch nicht. Da funktioniert was. Ha! Okay, damit kann ich das Differential einstellen. Die Bremskraft verteilen. Das ist super, das funktioniert. Okay. Das Ziel ist eigentlich nur, keine Unfälle bauen, Position halten. Und wenn alle an die Box kommen, selber an die Box kommen, dann kann eigentlich nichts passieren. Weil überholen ist hier nicht. Selbst wenn der Flügel ein bisschen angedatscht ist, müsste das eigentlich funktionieren. Nein, wir wollen mal nicht den Teufel an die Wand malen. Wir probieren das Beste. Ja, ist schon cool mit dem Analogstick. Okay. Sogar Platz gewonnen. Weil damit hatte ich es nicht gerechnet. Ja, der Start war auch gar nicht mal so kacke, obwohl ich im ersten Augenblick dachte, Start verkackt. So, jetzt bloß keine Risiken eingehen. Mich kann keiner überholen.
Natürlich schleiche ich jetzt auch nicht vor mich her, ja. Aber ich versuche, möglichst ohne viel Risiko zu fahren. Ein paar Informationen zu Ricardo. Er wird langsamer. Scheint, hat er ein Problem mit seinem Auto. Er ist bitter. Gerade weil das die einzige Strecke ist, wo die Red Bull eine Chance haben. Wo eine realistischere Chance, weit vorne zu fahren. Könnte schon fast meinen, dass das der langweiligste Grand Prix im ganzen Jahr ist. Ist es eigentlich auch, wenn hier nichts Spektakuläres passiert. Wenn sie nicht spektakulär abfliegen oder wie früher irgendwie Motorschaden im Infield passiert und dann auf der ganzen Strecke nichts mehr sieht. Ah, das waren noch Zeiten. Und dann in die Mauer gekracht wird. Also, ohne dass es jemand zu Schaden kommt natürlich. Ganz wichtig. Aber ansonsten ist das Rennen echt mega lame. Ich freue mich trotzdem jedes Jahr aufs Neue drauf. Ich glaube, die Reifen lassen dann langsam nach. Die Sache ist nur, wenn Ricciardo wirklich langsamer werden sollte,
zieht das Feld eigentlich nur weiter zusammen, weil überholen ist hier kacke, oder? Der ist eklatant langsamer. Aber bisher sehe ich noch nichts davon. Wäre ja auch für uns Vorteil. Ah, die sind da vorne aber sehr dicht beieinander. Kann gut sein, dass der Kerl da gerade alles auffällt, weil der war ja Pole-Sitter. Und ist trotzdem noch schneller als ich. Aber ich fahre auch vorsichtig. Auto rutscht schon wieder massiv. Oh. Esteban ist in der Boxengasse. Der war arg früh. Oh, die Reifen, die sind aber... Fahr schon langsam. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Damit geht mit den Reifen nicht mehr. Wir sind eh im Fenster drin, alles gut. Und wir kommen mitten im Pulk drauf, wenn ich das richtig sehe. Eieieiei. Eieiei. Da ist eine Lücke. Hülkenberg habe ich wieder überholt. Scheiße.
So, jetzt nicht übertreiben mit kalten Reifen und harten Reifen. Ich habe gelernt aus meinem Fehler in Spanien. Der Stecker ist rausgegangen. Ach, fuck, ey. So, willkommen zum Boxenstopp wieder. Ich habe das mal nachgespielt. Dieses Mal habe ich allerdings den Führerlohn kaputt gefahren, oder ich weiß. Kleiner Nachteil. Mist. Ey, ist ja alles belastend. Dafür habe ich freie Bahn. Ja, letzter. Ocon ist vor mir, das ist ungünstig. Bin abgekürzt. Fahrer vor mir. Esteban vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 6,6 Sekunden. Sie fahren mit 9 ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 5 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,13,5. Die 13,5 kriege ich die Runde vielleicht auch hin. Auf schlechteren Reifen, das ist gut.
macht der denn jetzt da vor mir? Er will doch nicht mit Ultrasoft durchfahren. Kannst dir Weihnachtsmann erzählen. Infos zu Leclerc. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto, deshalb langsamer. Ich habe gerade das Gefühl, dass der schneller ist als ich. Ich habe das Gefühl, dass ich auf die ganzen anderen aufhole. Das war jetzt, das ist hier was rausgefallen, aber das war nicht der Stecker, sondern was ich da drunter in den Stecker getan habe. Das kann doch nicht sein, dass da alles rausfällt. Moment, ich muss mal was machen. Ich hoffe, dass es einfach reicht. Ich muss da mal was Vernünftiges zusammenfrickeln. Ah, ich hole aber gut auf. Auf den Lokalmatador hier. Ich hole auf alles auf, was vor mir ist. Das ist gut. Fahrer vor mir. Leclerc liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vor-
Vordermann beträgt 0,8 Sekunden. Du holst pro Runde 3 Zehntel auf. Gute Arbeit. Sie fahren mit 9 Ultraweichen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Es scheint, Sie haben ein Problem. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 15,4. Jetzt wird's lustig. Der geht nicht mehr in die Box, habe ich das richtig verstanden? Na klar, du kannst aufgeben, dann bist du mir aus dem Weg. Den Blumentopf gewinnst du sowieso nicht mehr heute. Jetzt wird er aber arg langsam. Nervig gerade. Das muss jetzt sein. Das Auto ist so rutschig.
Nein, mir fehlt ein Gang. Warum ist Leclerc, warum haben die das Problem anscheinend behoben? Fahrer hinter mir. Leclerc liegt hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten Ultraweichen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:13,5. Anscheinend haben sie kein Problem mehr. Mein Gang ist wieder da. Gott sei Dank. Schalte hinter mir alles auf. Das ist mir aber scheißegal. Ich bin Vierter, ich habe eine Einstopp-Strategie. Merkst du was? Ich bin aber sehr langsam. Na schade, den hätte ich mir auch gegönnt. Nein, den kriege ich nicht, den kriege ich nicht, den lasse es. Aus.
Fährt dezent schneller als ich. 4 Sekunden. Na, bei mir ist ja alles kaputt. Getriebe ist kaputt. ERS ist kaputt. Reifen sind kaputt. Ich habe jetzt erstmal auf die Minimap geguckt. Das ganze Feld ist hinter mir. Krass. Das hier im Fernsehen, das sieht bestimmt geil aus mit der TV-Cam. Thank you.
Da fahre ich so langsam, dass ich vom langsamen Fahren schon Fehler mache. Das ist ungünstig. Man verliert die Konzentration, wenn man langsam fährt. Und mit der Schüssel kannst du nicht mehr schneller fahren. Die ist so am Rutschen. Dauert das lang, das Rennen. Oder ein bisschen früh jetzt vielleicht.
glaube, ein Mercedes ist hinten schon wieder dran in unserer Schlange. Zum Überrunden. Oh, das war ein Williams. Kann ich jetzt nicht erkennen aus dem Augenwinkel. Oh! Das Ding ist so rutschig. Ey, scheiß die Wand an. Da geht nicht mehr lang gut. 5 Runden noch. Scheiße. Vier. Noch 3. Die vorletzte. Ne, die letzte. Ich habe mich verzählt.
Vierter? Vierter. Vierter Monaco. Wow, herrlich. Und Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg an. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Was haben Sie heute in diesem äußerst schwierigen Rennen bloß für einen Aufwand betreiben müssen? Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Für mich ist das heute Lewis Hamilton. Weißt du, das war einfach ein Rennen, was man sich von einem vielfachen Weltmeister erwartet. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Sauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne machen. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Ja, Zeit 1.08, 1.09, 1.10, 1.10, 1.10, 1.11. Also da war eigentlich alles ab mir so, haben wir hier 6, 7, von 4 bis 17 innerhalb 7 Sekunden. Ja, das war lustig. Also von der Speed her wäre ich irgendwo hier unten gewesen, aber da man hier nicht überholen kann, habe ich das mal zu meinem Vorteil ausgenutzt. Ja, war schön, war cool. Das Schwierige war allerdings nicht das vorne bleiben, logischerweise, sondern den Wagen auf der Strecke zu behalten, ohne Unfälle zu bauen. Und ich würde mal behaupten, wenn ich den Flügel nicht kaputt gefahren hätte, dann wäre ich sogar Dritter gewesen. Weil Bottas kam ja knapp vor mir raus. Die 5 Sekunden, dann wäre er hinter mir gewesen. Aber egal. Ey, vierter Platz, ich bin zufrieden. Das ist geil, das ist toll. Das sind 12 Punkte. Was sag ich mir, wo ist eigentlich Ocon 19 da? Ernsthaft. Na gut. Von mir aus. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind zufrieden. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Antwort Nummer 5, es ist halt Monaco. Ja, komm, einfach immer die Leute loben. Immer die Leute loben. Ihr Team ist angesichts Ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Ja. Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Was für ein Zusammenstoß? Tö, kein Kommentar. Das ist normal, dass man mal ein bisschen die Wand berührt. Klasse, das war dann alles. Ja, tschüss jetzt. Das Geilste wäre, wenn ich mich gefragt hätte, wie das Regenrennen denn so wäre. Wäre nichts Neues. Boah, lange Ladezeiten. Mal wieder. Ich glaube, das wird jedes Mal länger. Punkte, Punkte, Punkte und Punkte. Schön, guck mal. Ich könnte in Kanada den Sack zumachen, tatsächlich. Zumindest auf einer Seite.
Oh, da. Bonus Points. Jo, und da wird der Balken immer länger. Das ist schön. Ich habe Nachrichten bekommen. Was haben wir denn da? Ich vermute, es geht um. Ich habe ein paar Kontakte zu Williams geknüpft. Sie denken, deine Einstellung und deine Ergebnisse würden gut zu ihnen passen. So. Wenn du Interesse hast, könnten wir bei der nächsten Vertragserneuerung sehen, was sie uns für ein Angebot machen. Nee. Und so. Und Energiespeicher, ah, das ist noch in Ordnung. Zumindest fürs Freitraining können wir lassen. Oh, sehe ich da große Updates auf mich zukommen? Eieiei, 3 Wochen! Was haben wir? Kraftstoff, Einspritzsystem, Leistung. Leistung hat das Ding eigentlich gut. Ich brauch andere wichtige Sachen. Hier. Dritte Flügelklappen. Da, 306 nur. Das ist ja ein Schnäppchen. Nee, nee. Nein, ich will ein großes Update haben. Guck mal, ist sogar günstiger, deswegen nehme ich das doch. Und ich nehme... nein. Wo ist denn jetzt hier... Getriebeabnutzung. Oh, ist das teuer geworden. Ja, dann warten wir damit erstmal aus. Das ist auch günstiger. So, das können wir auch noch machen. Den Rest... Hier vielleicht doch noch was? Nee, da sehe ich mich gerade noch nicht. Das ist ein bisschen zu teuer. Was ist das denn da links? Nicht verfügbar. Warum? Das habe ich nicht. Ich gebe noch nichts aus. Lassen wir es dabei. So ist gut. Ja. Ja, bitte, bitte. Habe ich zwar schon längst gemacht, aber bitte. Also wenn das so weitergeht, dann könnte man echt doch mal drüber nachdenken, hier auf 102 zu gehen, aber noch nicht. Das waren jetzt schon 2, 3 sehr gute Rennen in Folge. Wenn wir Barco mit reinberechnen, da hätten wir auch Dickpunkte. Die neuen Teile sind aus der Fabrik angeliefert worden. In der nächsten Session sind sie am Auto. Keine fehlerhaften Teile? Ich werd verrückt. Da ich das nochmal erleben darf hier bei Force India, ist ja der Wahnsinn. Entwicklung abgeschlossen. Achso, war ja auch nur eins. Der Rest, der läuft ja noch. Okay, ich gucken wir uns nochmal. Ich habe ein paar Kontakte zu Williams geknüpft. Sie denken, deine Einstellung und deine Ergebnisse würden gut zu ihnen passen. Achso. Wie ausstehend. Könnten wir bei der nächsten Vertragserneuerung sehen, was sie uns für ein Angebot machen. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte... Wo ist denn hier... Achso, Nachrichten. Entschuldigung, Wochenendvorschau. Nein, Wettervorhersage. Qualifying ein Trockenrennen, da könnte was runterkommen. Muss aber nicht, na gut. Also, Kanada wird nicht so ein langweiliger Grand Prix. Da kann man gut überholen. Ich hoffe, ich schaffe es zum Wochenende hin. Ich kann aber nichts versprechen. Ich gebe mir Mühe. Das war Monaco. Sensationell. Ach so, das Wichtigste. Entschuldigung. Rangliste. Platz 7. Fernando Alonso haben wir hinter uns gelassen. Mit einem Punkt. Und wir sind mit 3 nur an Kimi dran. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt McLaren auch überholt haben oder ob wir schon vorher da vorbei waren. Auf jeden Fall sind wir jetzt überall best of the rest. Das ist gut. So, jetzt verabscheue ich mich aber. Schöne Woche noch und bis hoffentlich zum Wochenende in Kanada. Tschüss.